Ja, hallo und willkommen zurück zu Meister Detective Pikachu, Part Nummer 15. Ja, Part Nummer 15, nicht, dass ihr euch wundert, dass der Part hier schon wieder an derselben Stelle anfängt. Und zwar im letzten Part ja das Experiment gelöst, wo wir einen orangenen Trank machen mussten, oder Trank oder orangene Medizin in dem Sinne. Und ja, wir hatten noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass wir Müll abgeben und sowas. Und ich frage mich auch so ein bisschen, ob wir vielleicht irgendwie Rotom dazu bringen können, dass es hilft bei einem anderen Experiment. Deswegen gehe ich jetzt nochmal kurz zurück. Mit dir reden wir gleich. Die ganzen, also ich muss auch langsam mal anfangen, hier mal auch so ein bisschen die Namen zu merken, was es angeht. Das war der Carlos, genau. Rotom, ja, du nicht. Achso, der hat eben noch was wegen Wallace gesagt. Ich kann ihn zwar irgendwo verstehen, aber sein Tonfall war völlig daneben. Die Fernsehreportage. Worüber reden werden Sie morgen vor der Kamera sprechen? Das wüsste ich selbst gerne. Meine Forschung ist noch nicht weit genug, um Ergebnisse zu präsentieren. Nun. Es ist übrigens schön, wenn ich hier im Kreis laufe, dass ich Pikachu dazu bringe, dass es nicht weiß, wo es langlaufen soll hier. Okay, ja. Nochmal kurz mit Wallace sprechen, weil der war ja nicht dabei. Der weiß ja eigentlich nicht, der hat nicht einmal mitbekommen, dass wir irgendwie jemand vom Fernsehen hier ist in dem Sinne, ja. Ein einziger Fehler kann alles ruinieren, aber Dorothy will das einfach nicht verstehen. Ich tue hier allen einen Gefallen, indem ich das Können von Neulingen auf die Probe stelle. Das klingt ganz so, als hätte er davon schon mal Kritik von Dorothy einstecken müssen. Aber das scheint ihm nicht weiter zu kratzen. Fernsehreportage. Morgen findet ja ihre Dreharbeiten statt. Wie laufen ihre Vorbereitungen? Ja, Dorothy hat mir vorhin davon erzählt. Natürlich werde ich bestens vorbereitet sein. Aber ich befürchte, dass die Zuschauer meine Forschung dennoch nicht begreifen werden. Der ist sehr von sich überzeugt, der Typ. Aber gut, sind es nicht die meisten Leute, die intelligenter sind als andere, sage ich einfach mal. Ja. Okay, ich bin jetzt also ein bisschen hin und her überlegen, ob man noch irgendwas machen könnte oder ob ich jetzt einfach den Trank holen soll, um in das Lager kommen zu können. Oder ob ich vielleicht vorher nochmal... Ja, warte mal, Pikachu hat jetzt gesagt, wir müssen in das Lager rein, gell? Also sollten wir vielleicht erst alles andere machen hier. Was für eine Überraschung, dich jetzt wiederzusehen. Mit welchem Forschungsthema beschäftigst du dich denn? Ich helfe hier nur aus und kümmere mich um verschiedene kleine Arbeiten, die anfallen. Ich lebe jetzt allein. Da dachte ich, es wäre nicht schlecht, mir was dazu zu verdienen. Maiko, kann man fragen? Die Maiko ist, glaube ich, deren ihre Chefin, gell? Bist du heute ohne Maiko unterwegs? Ja, heute arbeite ich nur bereite ich nur ein paar Dinge vor. Morgen ist Maiko wieder mit von der Partie. Die wird vielleicht Augen machen, wenn sie dich hier wieder sieht. Ja, ich kann es mir wirklich vorstellen. Fernsehreportage? Was für eine Art von Reportage habt ihr denn geplant? Wir drehen eine Sonderreportage für eine Nachrichtensendung. Sie heißt Die Elite der Pokémon-Forschung. Ah, okay. Alles klar. So, haben wir bei ihr was Neues? Wegen der Reportage vielleicht? Vielen Dank. Vielen Dank, Tim. Frauenstimmen gebe ich immer irgendwie dieselben Stimmen. Außer je nachdem, ob sie halt hochnäsig oder eher frech ist. Gell? Die Fernsehreportage. Die Reportage bietet mir die Gelegenheit, meine neuesten Medikamente vorzustellen. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Okay. Potrott. Ach was, du brauchst uns nicht zu danken. Wir helfen Nina doch gern. Der Saft. Würdest du etwas Saft für uns zubereiten? Wir bräuchten einen, der klar wie uns schmecken würde. Pott. Oh, riecht das gut. Danke. Saft vom Potrott. Okay. Den Saft haben wir dann schon mal. Lass mir das nicht vergessen. Ja, dann gehen wir einfach mal ins Büro rein, würde ich mal sagen. Vielleicht ein bisschen. Wir gehen erstmal noch zum Fritsch und quatschen bei ihm nochmal über die Reportage.
bin hier. Nee, doch, ich bin schon richtig, okay. Ich habe schon wieder gedacht, ich bin im Museum, in der Bibliothek gelandet. Ninas Experiment war ein Erfolg, was? Ich konnte ihre Freudenschreie bis hierher hören. Dorothy scheint auch wieder zurück zu sein. Die Fernsehreportage. Morgen findet die Fernsehaufnahme statt, nicht wahr? Ja, ich freue mich schon drauf. Deponitox, morgen gehen wir so richtig Gas, im wortwörtlichen Sinne. Depo. Was, Deponitox? Wenn es darum geht, Gas zu geben, macht dir so schnell keiner was vor? Ich glaube, du hast die Redewendung ein bisschen falsch verstanden. Wieso? Ich hab doch, ja. Er denkt so wie ich, gell? Okay, ja gut, dann gehen wir mal zu Dorothy rein. Oder soll ich schon mal kurz, wir gehen noch ganz kurz zum Eingang und quatschen da nochmal. Wird mir auch alles mitnehmen hier. Dem Pokémon scheint es ja egal zu sein, was hier abgeht und was nicht, gell? Ja. Upsala. Nein, nicht nochmal quatschen. Kenn ich schon. Wie kann ich dir helfen? Nix, okay. Tap, 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 tada. Okay, dann gehen wir ins Büro rein. Ich meine, wenn sie da ist, müsste das Büro ja auch offen sein, deswegen, ja, genau. Oh, ein Chiller. Chilla irgendwas. Chilla Bell. Okay, jede Menge Bücher. Da stehen zahlreiche Forschungsunterlagen. Dorothy fällt sicher offenbar immer über die neuesten Studien auf den. Wenn ich Sätze anfange und nicht richtig lese. Dorothy hält sich offenbar immer über die neuesten Studien auf den Laufenden. Scheint so. Da stehen ja jede Menge Nachschlagewerk. Einige Bücher behandeln aber auch auch Themen wie Organisationstheorie und Management. Dorothy nimmt ihren Job offenbar ziemlich ernst. Sie hat bestimmt eine Menge zu tun. Ja gut, ein paar Dinge muss man da schon beachten. Der Titel dieser Buchreihe lautet Einführung in den Pokémon-Fang. Die Bände scheinen sich jeweils mit einem anderen Pokémon-Typ zu befassen. Okay, da haben wir einen Spiegel. Oder vielleicht ein Bild, keine Ahnung. Neben einigen Pokémon-Lexika steht hier ein seltsames Buch über das Häkeln. Ob das eines von Dorothys Hobbys ist? Vielleicht. Dieses Gefäß hat ein schönes Muster. Auf dem Globus sind die Grenzen zwischen Regionen sowie Pokémon-Habitate zu sehen. Okay. Die Pflanze strömt einen erfrischenden Duft aus. Auf dem Foto sind alle Mitarbeiter des PCL abgebildet. Okay, das hat man schon. Ich war mir nicht sicher, ob vielleicht das Offensichtliche hier ist, deswegen habe ich es zum Schluss jetzt angeklickt. Picochilla, so war es, okay. Das ist ein Foto von Dorothy und Picochilla. Okay, alles klar. So, ich mache mal ganz kurz einen Cut, weil ihr kennt es ja wieder. Mein Akku wieder aufladen, also bis gleich. Und wieder da. So, weiter geht's hier. Das Regal haben wir schon überprüft, genau. Für mich, wie gesagt, sind 10 Minuten vergangen oder 20. Bei euch sind es... Was ist Pikachu? Achso. Wer weiß, vielleicht magst du ja deinen Hut nicht. Picochilla, putziges Putzil. Putzige Putzhilfe, genau. Chilla. Putzarbeiten. Hey, wie geht's? Picochilla, ich hoffe, du machst hier keinen Müll. Fritsch braucht für seine Forschung Müll. Hast du welchen für uns? Chilla! Oh, eine leere Dose? Danke. Ah, okay. Die können wir auch gleich mal dann probieren. Deponitox. Da kommen mir sofort wie Pokepark 2 Gedanken rüber. Weil dort hat sich Picochilla mit einem... Unratütox, genau. Gestritten so ein bisschen wegen Dreck. Weil, ja... Picochilla, Saubermann und Untratütox, ja, eine Mülltüte. Ich meine, da ist schon da ist schon Ärger vorprogrammiert in dem Sinne. Und dann hältst du dich manchmal mit Deponitox? Chilla! Bei eurer ersten Begegnung hast du es für Müll gehalten und versucht es zu entsorgen? Ja, genau sowas hier. Deswegen, das war nicht, ich glaube, es war sogar beim Pokéball 2 war sogar die Angst vor, also Untratütox hatte Angst vor Picochilla, damit, dass es in den Mülleimer werfen würde oder sowas, gell?
Es war deshalb sehr erst total wütend auf dich, aber inzwischen vertragt ihr euch wieder und versöhnt habt ihr euch, weil ihr im Müll zu knabbern. Was? Weil du im Müll zu knabbern gebracht hast? Eine nette Geste. Ja gut, natürlich praktisch, wenn man die dann als Mülleimer benutzen kann, gell? Und bevor wir hier jetzt quatschen, will ich erstmal direkt zurück die Dose abgeben. Tap, 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 da. Ich glaube, ich bin zu weit gelaufen, gell? Ich bin zu weit gegangen. Ich gehe immer zu weit hier. Zurück. Da, 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 da. So. Jo, hast du wieder Müll für mich? Natürlich. Und zwar die leere Dose, genau. Gut, lass uns mit dem Experiment anfangen. Hebel umlegen. Genau. Okay. Gibt natürlich auch verschiedene Farben dann. Also lila, grün, blau und gelb bisher. Werfen wir einen Blick auf die Aufwertungen. Ich habe gerade was gegessen, ich habe noch ein bisschen was im Mund. Die Reststoffe wurden leider kaum gefiltert. Dank dir konnte ich wertvolle Daten sammeln. Falls du noch mehr Müll bringst, ja. Vielleicht brauchen wir das auch noch für später, dass ich das vielleicht ein bisschen zu früh mache hier oder so, wenn wir dann merken. Deswegen wir das vielleicht mit dem Müll immer wiederholen können in dem Sinne. Aber ja. Ich möchte halt, wie gesagt, ich kenne das Spiel ja nicht. Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt mir irgendwie sagt, okay, ab dem Punkt kannst du jetzt nicht mehr weiter und so. Wo ist Tim? da ist ein Tresor übrigens. In diesem Tresor befinden sich wichtige Proben und Berichte. Ja, aber, ja. Sheila, geh aus dem Weg. Nein. Mit ihm möchte ich quatschen. Tut mir leid, dass du gleich an deinem ersten Tag in die Sache mit dem Zugangscode zum Garten verwickelt wurdest. Aber es ist wirklich beeindruckend, dass du das Problem lösen konntest. Forschungsgebiet? Welche Forschung betreiben Sie? Früher habe ich verschiedene Methoden zum Fangen von Pokémon erforscht, aber heute bin ich nur noch damit beschäftigt, die Forschungen anderer zusammenzuführen. Meine eigene Forschungsarbeit muss deshalb leider zurückstellen. Haben die in der Welt noch keine Pokébälle erfunden oder was meint ihr mit Fangen? Die Fernsehreportage? Morgen findet die Dreharbeiten für die Fernsehreportage statt, nicht wahr? Ja, wir haben früher schon mal Interviews zu einzelnen Erfindungen gegeben, weißt du? Aber eine Reportage über das gesamte Institut ist etwas Neues für uns. Ich war überrascht, dass diese Mitarbeiterin des Fernsehsenders eine Bekannte von dir ist. Ja, ich kenne Emilia, aber noch nicht sehr lange. Wir müssen dafür sorgen, dass sie deinen echten Namen nicht verrät. Ja? Okay, das war's schon. Okay. Ja gut, dann wird es wohl jetzt wirklich darauf hinauslaufen, dass wir ins Lager kommen. Sonst würde mir nichts einfallen. Ich habe jetzt mitbekommen, ich kann irgendwie bei Rotom und Co. nicht wirklich was machen, weil ich ja keine Option habe dafür in dem Sinne. Und hier drin war ja dann auch nichts mehr. Okay. So, wir müssen ja nach rechts, genau. Obwohl ich hier schon ein paar Mal rumgelaufen bin, verpeile ich mich immer. Also wenn ich nicht direkt die Karte unten hätte als Beispiel, die man ja irgendwie aufrufen kann, würde ich mich endlos verlaufen hier. Aber irgendwas wird garantiert passieren, sonst wäre Emilia nicht hier in dem Sinne, um davon mitzubekommen in dem Sinne. Bitte sehr, hier ist der Saft, den du dir gewünscht hast. Klavion! Hey, wenn du mich fragst, ging es dem Kleinen eher um den Saft als um Vertrauen. Ja, na egal. Wir hatten eine Abmachung, Klavion. Würdest du bitte die Tür zum Lager öffnen? Klavion! Danke, das hilft uns sehr. So, dann nehmen wir mal den Schlüssel. Und zwar genau den hier. Süß. Im Prinzip hat sie, das Pokémon besteht ja nicht aus den Schlüsseln. Die Schlüssel hat sie nur in der Hand. Dieser Ring sind sozusagen die Hände davon. Oder die Arme, besser gesagt. Bin ich jetzt mal selbst gespannt. Was ist hier drin los? Hier ist drin jetzt gar nichts los. Ich setze die Musik nicht mal an. Hier drin herrscht ein riesiges Durcheinander am verschiedenen Untersielen. Die Beschriftung nach gehören die Sachen Fritsch. Ja, da räumt er eh nicht auf. Gut, ist ein bisschen größer der Raum.
Ich möchte mal vermeiden, mal gleich ganz nach rechts zu laufen, weil man sonst vielleicht irgendwas sieht, was man vielleicht schon direkt sehen sollte oder so. Oder exakt, was man hinterher besser sehen sollte. Im Sinne von nicht ablenken lassen von dem ganzen Stuff. Das ist eine Werkzeugkiste. Es ist, oder eher gesagt, sich von einer Sache nicht ablenken lassen, damit man andere Sachen übersieht, so rum. Es ist nichts Interessantes drin. Woher weißt du das eigentlich immer? Du guckst doch von unten nach oben. Okay, das sind auch wieder Figuren, okay. Ampullen, besser gesagt, unten. Hier stehen angebrochene Chemikalien herum. Okay, alles klar. Damit werden wohl Chemikalien genau abgewogen, um nicht zu verschwenden. Ich tue mal das Offensichtliche erst zum Schluss machen, ja. Das muss für sprühbare Chemikalien sein. Verschiedene Experimente erfordern eben verschiedene Methoden. Ich habe irgendwie Angst, jetzt da drauf zu gucken, gell? Was vielleicht genau das ist, in dem Sinne. Gucken wir mal, heben wir uns noch auf, bevor ich jetzt da irgendwie rummache. Die Kartons sind voll mit diesen Dosen, die direkt daneben stehen. Die hier. Da scheint Tabletten drin zu sein. Das hier scheinen Verbrauchsmaterialien zu sein. Sie sind leicht zugänglich platziert. Eine Ampulle scheint da nicht darunter zu sein. Was das wohl für Chemikalien sind, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich gucke mich hier am besten mal rum, weil wenn nämlich genau das dann vielleicht die Antwort ist, dann ja. Ein Feuerlöscher. Am Empfang gab es auch einen. Ja, falls ein Feuer ausbricht. Oh. Nein! War ja klar. Also eigentlich ja, aber auch nein. Ihr wisst, was ich meine. Kommt er durch die Tür? Okay, jemand hat uns belauscht. So rum, okay. Das ist so gemein. Ich meine, klar, ist gut, dass man das jetzt gefunden hat, aber ich wollte noch die anderen Sachen vorher überprüfen. Nach meinem ersten Arbeitstag machte Pikachu und ich eine Arbeit. Ja, das war so klar. Und schon werden wir aus dem Ding rausgeworfen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen wirklich. This hi-hat blend is as delicious as ever. Believe it or not, Pablo really knows what he's doing. Why believe it or not? I meant it as a compliment. In order to really draw out the best flavors, you have to be hyper aware of the temperature and the humidity of the day you roast, so you adjust the roast time. How did you know that? You always talk about coffee, so I guess I learned from you. It sure takes a lot of technique. Yeah, exactly. That's my point. This Pablo's got some skills. Yes, he does. Ich will wieder zurück. Ich will ins Lager nochmal gehen. Auch um meinen. Loris, die aber das Kennerin. Die aber das Kennerin ist dir wie auf den Leib geschnitten, Kappa Loris. Kappa Loris. Ja, egal. Entweder die Stimmen sind süß von Pokémon oder halt gemeint so. Tromborg und sowas halt, gell. Schön, dass sie dir Spaß macht. Schön, dass sie dir Spaß macht. Das ist die Hauptsache. Okay, ich denke mal, hier muss ich aber nicht mehr großartig überprüfen. Naja, es stimmt bei der. Achso, ich glaube, ob er auch singt, ja. Er stimmt immer bei der Arbeit. Er hat also auf jeden Fall eine musikalische Ader. Okay, das war mal ein neuer Text. Papas Lieblingsplatten haben natürlich einen Ehrenplatz. Auf Papas Klavier ist kein Staubkorn zu sehen. Man merkt sofort, dass sein Herz daran hängt. Die ich nie gesehen habe. Ja, gut, das kennen wir noch. Alle Getränke hier schmecken gut, aber ich empfehle dir den Hausmittel des Kaffees. Genau, das hat man alles schon. Das war vielleicht was von Pablo. Das PCL. Ist das PCL allen Bewohnern von Rhyme City ein Begriff? Auf jeden Fall. Das PCL gibt es schon seit einer ganzen Weile.
Manchmal landen die neuesten Erfindungen des Instituts sogar in den Schlagzeilen. Dort werden viele Dinge für den täglichen Gebrauch entwickelt, zum Beispiel Putzmittel für Pokémon. Ich benutze ihre Produkte auch. Der Kaffee. Ihr Kaffee ist auch heute wieder richtig gut gewesen. Oh, danke, das geht runter wie Öl. Ich habe heute mal eine neue Bohnenmischung ausprobiert. Bikato hat es nicht gemerkt. Ja? Okay, kann man auch direkt fragen. Pokémon-Vorfälle? Ich stelle Nachforderungen zu den Vorfällen an, die von Pokémon verursacht wurden. Verstehe, ich habe gehört, dass ein Phernon-Tor in der Lichtelhöhle völlig ausgerastet sein soll. Ja, stimmt. Ich war selbst schon mal in der Lichtelhöhle. Die Nachricht hat mich total überrascht. Und das PCL? Ist Ihnen das PCL ein Begriff? Na klar. Das ist ein Pokémon-Forschungsinstitut in der Nähe der Berge. Wie versteht PCL eigentlich gleich nochmal? Ach, ich habe Pokémon Comprehensive Laboratory, stimmt's? Dort wurde ein Futterzusatz für Pokémon entwickelt, den ich früher oft gekauft habe. Okay, ansonsten ist hier dann nichts. Alles klar. Wollen wir los? Ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, bis die Tage. Oh, was ist denn hier? Das erstand, wie soll ich vorgehen? Für meinen zweiten Arbeitstag nahmen wir uns vor, den Eigentümer der Ampulle aufzuspüren. Okay, das war jetzt sozusagen ein mysteriöser Mann. Ja, Pikachu. Dir ist klar, wonach wir heute suchen, richtig? Nach der Person, die solche Ampullen benutzt. Ja, diese Person weiß vielleicht etwas über Dad. Also gut, auf geht's. Ja gut, vielleicht haben wir nochmal die Chance, ins Lager zu kommen, nur um das Lager generell zu überprüfen, so vom Gedanken her. Ja gut, bei meiner Liste steht eh nichts mehr. Aber gut, war auf jeden Fall, das war mit dem Part für heute auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir da gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Meister Detective Pikachu sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und nicht vergessen, dass ich jeden Freitag und Samstag um 18 Uhr auf Twitch streame. Yep. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.